Hi, ich bitte zu entschuldigen, dass ich leichtfertig aussehe, weil ich komme gerade von der MagicCon. Und ich habe nicht viel geschlafen. Das macht man auf Cons auch kaum. Ich habe leider keinen Vlog für euch, weil ich als Helfer da war und eigentlich fast immer gearbeitet habe. Und wenn ich nicht gerade Schicht hatte, dann war ich Panels gucken und ich weiß auch nicht, ob es irgendwie so interessant wäre, da die Händlerräume und so zu zeigen. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich gedacht, ich mache dann wie bei der HobbitCon letzten Jahr einen kleinen Haul. Und ich habe nur Autogramme und Fotos gekauft und ich denke, das wird hoffentlich nicht so lange dauern. Fangen wir mit meinem ersten Autogramm an. Und zwar ist das ein sehr wichtiges für mich. Mark Ferguson. Er gehört zur RingCon und zur HobbitCon und jetzt auch zur MagicCon dazu. Eine Con ohne ihn ist keine richtige Con. Eigentlich wollte ich das Foto mit ihm machen, aber das hat leider nicht hingehauen, weil sein Fotoshoot abgesagt worden ist wegen Ian. Danke, Ian! Naja, dafür habe ich ein Autogramm von Mark und irgendwie ist irgendwas draufgeklammert und deswegen ist hier so ekliges Klebezeugs. Und Mark fand das ein bisschen blöd und hat dann gesagt, ja, weil das irgendwie von der Decke kam, während er da drauf unterschrieben hat, hat er dann gesagt, ja, weißt du was? Ich gebe dir ein neues Autogramm mit einem neuen Foto. Ja, das war mega süß. Weil ich hätte mir kein zweites leisten können und hätte dann halt irgendwie versucht, dieses Klebezeug abzumachen. Aber es war mega süß, dass er mir jetzt noch eins gegeben hat. Wie gesagt, es hat 20 Euro gekostet und vollkommen okay für Mark. Mein nächstes Autogramm ist auch mit einer Person, mit der ich eigentlich ein Foto machen wollte. Es hat aber zeitlich nicht hingehauen. Deswegen nur ein Autogramm von Louise. Ich liebe sie, sie ist Molly Hooper aus Sherlock. Ich finde sie mega, mega toll und sie ist so ein süßer Mensch und hat so süße Sachen erzählt. Auch als ich ein bisschen mit ihr quatschen konnte, als ich mein Autogramm geholt hat, sie war so süß. Und wir haben auch gesagt, dass wir beide mehr eine Buchperson sind als eine Partyperson. Und das fand ich mega süß und sie ist ein total süßer Mensch. Und ich habe mich so gefreut, sie endlich mal sehen zu können. Das Autogramm von ihr hat 25 Euro gekostet. Dann ist etwas passiert, womit ich nicht gerechnet habe. Und habe mir dann ein Autogramm geholt von einer Person, weil ich nicht gerechnet habe, dass ich ein Autogramm haben will. Tom. Als er angekündigt worden ist, Tom Welcher, hatte ich so gedacht, so, ja, toll, Game of Thrones Gast. Ich liebe Game of Thrones, aber sein Charakter ist so, oh, okay. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass mein Kater die ganze Zeit Aufmerksamkeit sucht. ja, ich habe mich mega über dieses Autogramm gefreut. Hat 25 Euro gekostet und er und Louise waren voll süß und haben meinen Namen auf Französisch geschrieben. Ich meine, mein Name ist Französisch. Das finde ich ziemlich süß, weil die meisten meinen Namen nicht richtig schreiben. Das war süß, das war echt süß. Zeige ich euch meine Fotos schnell und zwar mein geplantes Foto von Anfang an. Dean. Es ist nicht so toll geworden, weil so früh abgedrückt worden ist und ich nicht richtig lachen konnte. Aber ist in Ordnung. Und es ist hochkant. Ich habe kein einziges Con-Foto, was hochkant ist. Ich habe halt alle so im Querformat. Aber okay. Ich freue mich trotzdem über das Foto. Ich finde es schön. Das Foto hat 35 Euro gekostet. Dann habe ich ein Foto gemacht, was ich von Anfang an geplant hatte, wo ich mir es auch im Vorfeld gekauft hatte. Und zwar meins mit Andrew Scott und ja, er war am Samstag irgendwie grumpy. Heute am Sonntag war er total süß und hat geknuddelt und hat gelächelt und alles, aber irgendwie am Samstag gestern war er so mega grumpy und hätte ich das geahnt, hätte ich mein Foto heute gemacht. Und dann ein Foto, womit ich absolut nicht gerechnet habe, dass ich es mache. Genauso wenig wie das Autogramm.
Komm! Da wollte, das habe ich heute gemacht. Wir sind im Fotoshoot. Und ich bin mega happy über dieses Foto. Es ist super schön. Ich freue mich so darüber. Es ist so schön. Es ist so mein liebstes Foto von all meinen Fotos, die ich auf dieser Con gemacht habe. Vielleicht sogar mein liebstes Foto von all meinen Con-Fotos. Ich glaube nicht, dass man mein Foto mit Billy Boyd wirklich schlagen kann. Ich glaube, das ist immer noch mein liebstes Foto. Und das ist dann mein zweitliebstes, aber das ist wirklich eins meiner Liebsten. Ich finde es unheimlich hübsch. Ich finde es schön. Ich sehe nicht so blobmäßig aus und Tom lächelt und sieht happy aus. Und er ist ein total süßer Mensch und ich freue mich so, ihn getroffen zu haben. Und oh Gott, ihr müsst Tom unbedingt mal erleben. Er ist so toll. Ich liebe ihn. Er ist so mega toll. Ich wusste übrigens nicht, dass er Deutscher ist. Ich war total erstaunt, als er bei der Opening auf einmal auf Deutsch geredet hat. Und ich war so, der redet Deutsch? Akzentfrei? Wow! Er ist Deutscher? Cool. Ja, wusste ich nicht. Ich habe mich jetzt auch mit seinem Charakter in Game of Thrones auch nie wirklich beschäftigt. Aber es war einfach mega toll und ich habe mich super gefreut. So, ich hoffe, euch hat mein kleiner Haul mehr oder weniger gefallen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüssi!